Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X, Part 8. Diesmal ist der Penner von Marco dabei. Ja, hallo Penner von Heiko. Ich bin's. Ja, Master Freezer 93, so gesagt. Der Meister hat der 93. Ja. Okay, ich sag mal so, ab hier ist das Spiel eigentlich ziemlich blind für mich. Weil ich diese Stages sau selten gemacht habe. Fast blind. Ich hab die voll vergessen, ich weiß nicht mehr... wie was ist, die Wege und alles. Naja, umso besser, kannst du ja ein bisschen trainieren. Wow, wow. Ficken, Alter. Da bekommst du solche Muskeln an deinem an deinen Fingern, dass die aussehen wie Broly fast. Klar. Durch das ganze Trainieren, ja, weißt du? Du bist ein Tierquäler, weißt du das? Klar. Du quälst ein paar mechanische Tiere hier. Was ist das jetzt? Hä, schon wieder der Boss? Kann es sein, dass in ja, die wiederholen letzten... sich irgendwie hier drinnen. Ach so, da musst du jetzt wieder gegen alle auf einmal kämpfen. Ja, irgendwie. Habe ich mich auch schon gewundert. Das ist ja fast wie bei Bayonetta. Im vorletzten Level musst du auch nochmal gegen alle irgendwie in so einer komischen Form kämpfen. Hey, da spoilert wieder jeder was. Ach so, das wusstest du noch gar nicht. Nö. Ja, ich hab jetzt nichts erzählt. Das schneidest du einfach raus. Was aber auch nichts bringt, weil du es halt im Kopf hast. Als ob ich das rausschneiden würde. Penny! Ja. Dieser Boss hat irgendwie... Problem ist, sein Gleichgewicht zu halten und versucht ihn ständig mit irgendwelchen Kopftreffern zu attackieren, ja? Aha. Da formt er zwei Eisblöcke nach seinem Abbild. So wie Gott die Menschen nach seinem Abbild geformt hat. Wissenschaft. Headshot. Ja, und jetzt voll die dramatische Explosion, obwohl es nur so ein kleiner Roboter ist. Ja, die du nicht geschafft hast. Ich bin auch kein 2D-Spieler sozusagen. Hey, da hat jemand einen Ries geworfen. Das sieht ja aus wie ein Crash. Bandicoot, der Zorn des Cortex. Da musst du auch mit Crash in so ein Ding einsteigen und ein ganzes Level damit durchmachen. Das sind schon wieder diese komischen Doppelkinn-Dinger da. Oder war das was anderes? Das war ein anderer. Da oben. Der pflanzt sich bestimmt in deinen Kopf an oder so. Klar. Wie diese komischen Hüte, die sich auf deinen Kopf so umschlingen mit irgendwelchen Tentakeln und dann deinen Verstand rauben und sowas. Ja, wie so Headcrabs, ja? Ja, Headcrabs. Krabs. Krabbel. Oh, wenn ich das Wort Raum gesagt habe, muss ich jetzt daran denken. Schau in meine Schoko-Augen. Sonst hätte ich dir deine rauben. Jetzt kommt das Chicken McNugget. Dürfte ein bisschen knusprig schmecken. Kann ich machen, Moment. Ah, oh, verdammt. Wo habe ich meinen Knusprigmacher? Knusper, Knäuschen. Das ist voll uneffektiv. Obwohl es unlogisch ist, weil Stahl müsste eigentlich schmelzen. Naja. Nicht unbedingt. Es muss eigentlich sehr effektiv sein. Ich meine, wenn du in Pokémon Stahl-Pokémon mit Feuer angreifst, dann ist es auch sehr effektiv. Das ist ja voll unlogisch. Aber das ist halt die megamensche Logik. Die Pokémon'sche Logik. Ja, Stahl schmilzt. Nicht unbedingt, Stahl glüht. Aber an einer bestimmten Temperatur schmilzt eh alles, egal was es ist. Nein. Nicht? Kohlenstoffdioxid schmilzt nicht. Ich meine materielle Stoffe. Ja, das ist auch materiell. Ab einer gewissen Temperatur ist es auch fest. Ich meine eben feste Stoffe, keine gasförmigen. Ja, gibt fast alles gasförmig, das weißt du auch. Was jetzt zum Beispiel? Ja, oder Methan, das Menschen täglich zuhauf ausscheiden, ja?
Du hast keine Ahnung von Chemie. Du aber, oder wie? Ja. Das hat sich gereimt. Hat man das jetzt mitgehört? Hä? Hat man das jetzt mitgehört? Wer, was, was, hä? Hat man das gerade gehört, dass ich mit jemandem anderen geredet habe gerade? Hä? Ich habe gerade mit jemand anderem geredet noch. Aha, wir sind gerade mit dem Let's Play und du redest gleich drüber, okay? Nee, hat man aber nicht gehört, warum? Gut, dann, nee, dann gehe ich nicht mehr weiter darauf ein. Also, dieser Mega Man hier steht eindeutig auf Sadomaso. Der lässt sich hier gerne mit so einem Morgenstern verprügeln und... Ach man, wenn du da nur redest und diese verfickten Drecksviecher mich dort angreifen. Und mit so Todesrädern, ja. Das ist schon eine schöne Rückenmassage. Juhu, ich habe ein Baby bekommen. Nein, du verpasst mir jetzt gar nicht den Haken mehr. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay, Perna. Jetzt treffen wir schon mal einen zweiten Boss. Von den Sigma Stages. Vom Gesicht. Das ist einfach nur scheiße, weil die unteren Stacheln, das ist Instant Death. Ficken, ey. Nur schön ausweichen. Und wo waren wir stehen geblieben? Bei einem Boss. Bei dem Boss. Bei diesem Affenarsch? Ja. Ja, ich habe mir so eine Milchschnitte geholt. Eine Wichsschnitte, okay. Ja. Und die werde ich jetzt genüsslich mit meinem Kind zerdrücken, mein Spaß. Alter, Das ist Vergewaltigung von Essen. Ach, und was ist dieser rote Punkt da? Ist das ein Auge oder so? Das musst du abschießen, ja? Das ist doch Videospiellogik, Mann. Ach ja, ja. Stimmt ja, es fliegen ja auch jeden Tag irgendwo Augen rum, die leuchten können und mindestens so groß sind wie du und ich. Nur weil du das Spiel nicht beherrschst. Ach, das, die Nase kann ich auch angreifen, hab ich ganz vergessen. Nö, die steht nur so rum. So, jetzt musst du mir sagen, wie viel Newton sind nötig, damit dieses Ding da in der Luft fliegen kann. Du weißt schon, dass Newton eigentlich im Prinzip einfach nur Kraft ist. Ja, genau. Wie viel Kraft ist nötig, damit... Das hat damit gar nichts zu tun. Du brauchst eine Kraft. Du musst Kraft... Das drückt man nicht in Newton aus und wieso müssen wir das bei einem Let's Play besprechen? Ja, Leute, um das mal kurz zu erklären, Marco labert gerne Scheiße. Ja. Um irgendwelche Videospiele-Sachen zu realisieren. Ja, ich bin halt der logische Typ und ich bin der theoretische Typ und Heiko ist der praktische Typ. Ja, aber Resident Evil spielen, was eigentlich total unlogisch ist, ne? Die ganzen Virenarten könnte es geben. Könnte es nicht geben. Viren zerstören Zellen, sie bauen keine neuen auf. Sie zerstören alle Zellen und bleiben nur noch übrig und sie nehmen eben diesen Körper als Wirt auf. Dafür, könnten ja. Sie nicht, könnten sie nicht. Das ist halt die Resident Evil Logik. Das ist trotzdem nicht möglich, wie du es gerade vor ein paar Sekunden gesagt hast. Das habe nicht ich vor ein paar Sekunden gesagt. Das hat
mein innerer Leon S. Kennedy gesagt. Es ist nicht möglich. So, es geht weiter mit der dritten Sigma Stage. Ist doch, glaube ich, dann die letzte. Ach, da kämpfst du dann gegen dieses komische. Gegen diese komische Fusion aus General Rigudo und Mr. X oder wie? Sigma, ja. Sigma, das hört sich an wie so eine Tampon-Firma. Sigma ist ein Buchstabe im griechischen Alphabet, ne? So wie Omega? Ja, und so wie Alpha auch. Und Beta und Gamma und Delta auch. Und Eta auch. Und Mu und Rho auch. Pi, Ja, alles Mathematiker. Die Griechen. Alles Mathematiker. Autsch. Das sind solche Mathematik-Genies, die haben herausgefunden, dass 1 plus 1 2 ist. Aber 1 plus 1 können auch 3 sein. Hast du das schon gewusst? Ja, wenn man so wie du kein Kondom benutzt. Aber weißt du, was ich gemeint habe damit? Warte mal, was soll das heißen? Ich habe keine Kinder gezogen. Was sind die drei, die gerade neben mir sitzen? Hallo! 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 Das sind die Aztecs, das sind irgendwelche Gossenpenner, die aus dem Müll entstanden sind, der radioaktiv war und ja. Kommt nicht Maurice aus der Zukunft? Ja, der hat ja Trunks getötet in der Zeitmaschine. Aus Rache, weil er ihn vergewaltigt hat als Baby. Warum? Das ist so sinnlos. Das ist in dieser Zeit passiert, in dieser Zeitreise, wo Trunks in die Vergangenheit reisen wollte, damit er Mecha Freezer besiegt. Mecha? Ja, Mecha Freezer. Und King Cold. König Kalt. Wer war die Mutter? Weiß man. In Dragon Ball Z Multiverse, zu einem Fan-Manga, der über 200-300 Kapitel dauert bis jetzt, ist die Mutter von Freezer angeblich dieser nördliche Kaioshin, warte, ist der nördliche Kaioshin dieses Mädchen? Weiß ich nicht. Nee, Quatsch! Der nördliche ist der Meister Kaio. Ah, nee, ach, scheiße! Mist, jetzt habe ich alles verwechselt. Kaios, Dai Kaio und darüber die Kaioshins, richtig so an. Scheiße, Meister Kaio ist nur der Wächter der nördlichen Galaxie. Und jetzt. Nur ein Kaio, kein Kaioshin. Ja. Ein Kaioshin steht über dem Kaio. Und ja, die Kaioshins stehen sogar über dem Daikaio. Der Daikaio ist nur der Anführer der Kaioshins und die Kaioshins. Nein, der Daikaio ist nur der Anführer der Kaio. Ja, ja, das meine ich. Das habe ich gemeint. Das ist irgendwie so ein abgerockter alter Sack. Der denkt, der kann alles. Der kann gar nichts, der ist schwächer als Son Goku und der sollte ihn unterrichten. Deswegen hat er ihn ja nicht unterrichtet. Ah, dieser Boss, an den kann ich mich erinnern. Er war der Grund, warum ich nicht mehr Mega Man gespielt habe. Dieses Stück Scheiße mich besiegt hat. Der kann mich auch noch ablecken oder so. Ich besiege ja auch einen Blinder mit Rückstock. Ja, und mit deinem Ein Spieler auf The Boondocks. Ja, den besiegt wahrscheinlich sogar Igor, wenn er nur sein Kinn benutzt zu lenken. Weißt du, sein Kinn kann sich so bewegen wie Pinsirs Schere. Chop, chop. Das ist, ja. Jetzt sage ich bestimmt irgendwas Falsches, aber das ist die Auswirkung von 3 Kilojoule. Von 3? Kilo Joule. Hä? Joule ist doch eine Maßeinheit. Ich meine eine Einheit einfach. Eine Einheit. Hä? Es gibt doch Joule, die Einheit. Was ist ein Mule? Joule. Was ist mit Joule? Das ist doch eine Einheit. Kilo Joule, Mega Joule. Ja. Ja. Eine Einheit für verschiedene Sachen. Marc, wenn man keine Ahnung von was hat, sollte man es nicht benutzen, okay? Ich versuche es zu verstehen, deswegen benutze ich es nicht.
beachtet, Leute, ich weiß alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Ich stelle mich nur so unwissend, damit die Leute meinen, Heiko wäre klüger als ich. Ja. Ja. Nein, ist schon gut. Ja, falls ihr das ja schon wisst, ich habe ja mein Pokémon Let's Play fertig gemacht. Ich muss es ja nur noch hochladen. Und ja, am Ende meines Let's Plays mache ich nochmal kurz Werbung für Heikos Videos. In dem Fall jetzt hier Mega Man X. Wir haben ja jetzt vor, ein Co-op Let's Play zu machen. Das ja, wird ja S4 League sein. Kampagnenmodus, oder? S4 League? Ne, ich würde einfach mal sagen, machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Deathmatches und so. Na gut, ja. Was ist das für ein Ding? Deine Mutter. Ja, Affe schon wieder. Jo. Ach, und ihn zu vereisen ist sehr effektiv, oder wie? Ja. Dann kann er dich nicht angreifen. Ja. Schon wieder getötet. Also wenn alles das, was... Ey, ich mach glaube ich heute auch noch Sigma direkt im Anschluss. Okay, wir haben ja erst 16,5 Minuten. Okay, ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Jetzt kommt dieses Octopus-Scheiße. Das Ding, was ich über alles hasse, ey. Am besten ist, jetzt kommt Killer Bee. Aber was war das gerade für einen halben Mond auf deinem Kopf? Das war eine Attacke. Boomerang! Boomerang, okay. Also wenn wir S4 spielen, dann machen wir ja dann Defense auch, oder wie? Stirb! Heiko konzentriert sich sehr auf diesen Kampf. Du hinderst mich daran. Man sieht, dass er in Führung ist. Halt faul! Er bekommt schon Schweiß von der Stirn, weil es so anstrengend ist zu spielen. Seine Finger schwitzen auch dabei. Junge, ich kick dich gleich raus. Das darfst du nicht. Jetzt würde so ein Grillengeräusch passen. Kann er was sagen? Ja, ja. So ein Scheißboss, ich hab's immer noch. Also, Heiko hätte es auch so geschafft, wenn wir geredet hätten die ganze Zeit. Wir wollten es nur ein bisschen spannender machen. Hä? Ach so, ja. Toll, du hast den Moment verdorben. Du hast es nicht gleich kapiert, Mist. Jetzt werden uns die Leute nie glauben. Darf ich raten, jetzt kommt dann dieser Boss, der in diesem komischen... auf dieser Bohrinsel da war, oder was das war? Oder dieses komische Teil da, dieses Ninja-artige Ding. Das hatte ich doch schon. Ach so. Hey, es kommen die Ninja Turtles immer auf der Lauer. Okay. Gibt's hier in diesem Mega Man-Spiel auch irgendwo Plastiktische? Das ist kein Power Rangers. Go, go, Power Rangers! Jetzt kommt, ist es eine Maus oder ein Elefant? Ein Mammut. Achso, ein Mammut. Ja, hier haben wir Benjamin Blümchens, Großvater, oder? Ja. Oder, das ist Mannys Vater.
aus, ja. Ice Age. Ja, Hard Age. Oh, die Stelle, wo im ersten Teil, wo Sid diesen Tannenzapfen frisst, sagt er, ganz schön kross. Knusprig. Ja, wenn man auf Igors Kinn beißen würde, wär auch so ein Knuspergeräusch kommen. Okay, was kommt jetzt? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Das Ding habe ich noch nie gesehen in diesen komischen Mini-Bildchen da. Weil das ist ein neuer Boss, das ist ein Boss von der Sigma Stage. Achso, die Hauptbosse von diesen normalen Leveln sind jetzt sozusagen nur so Zwischenbosse. Und auf den Sigma-Leveln, genau. Sind, ja, so neue Dinge. Okay, der Boss ist ein Auto mit einem Handstaubsauger, der fliegen kann, ja. So Handstaubsauger? Das Ding sieht für mich aus wie so ein Handstaubsauger, den man, ja, aufladen kann. Also wenn die Leute, wenn das alles wahr wäre, was die Leute von der Zukunft halten, dann, ja, würde das ganze Universum untergehen. Ach wirklich? Ich meine, guck mal, hast du gewusst, dass He-Man... Nein! Oh. Was, das He-Man? Das ist dein Vater? Hast du gewusst, dass He-Man eine Schwester hat, die auch eine eigene Sendung hat? Echt? Ja, da gibt's eine, die heißt irgendwie komisch und die sagt, ja, ich bin die Zwillingsschwester von He-Man. Ich habe meine Macht bekommen, als ich mein Schwert zog und sagte, bei dem Willen von Grayskull oder so. Und anstatt diesen Gringer hat dieses Mädchen so eine Art Einhorn, das irgendwie stärker wird. Sie hat auch Gefährten. Die müssen auch Grayskull verteidigen und jetzt ist da kein Skeletor, sondern irgendjemand anders. Die heißt irgendwie She-Ra heißt die. Also ich bin die Zwillingsschwester von He-Man. Das Intro ist theoretisch genauso wie bei He-Man. Als ich mein Schwert zog und sagte, ja, bei dem Willen von Grayskull halt, anstatt bei der Macht von Grayskull. Macht ist überbewertet, man braucht nur Willen. Na, wer will, hat auch mal. Als ich im Zug war, ne, Heimzugs, da war da irgend so ein Typ ein Buch gelesen, vom Wille zur Macht. Oh Gott. Aus, wie war das nochmal? Aus Trauer wird Leid, aus Leid wird Hass. Und aus Hass wird Zerstörung. Das ist das, was Nagato zum Untergang gebracht hat. Das, damit er den Frieden falsch versteht. Ich bringe Frieden, indem ich alles zerstöre, was Krieg auslösen könnte. Wie dumm. Das war doch sozusagen seine Theorie vom Krieg. Alter, gerade so. Ja, einen Punkt, genauso wie vorhin. Also bei diesen Pinguinen vor. Alberto, gerade so geschafft. Im Prinzip schon HP voll machen können, hat er Doken machen können, der Typ wäre tot gewesen. Warum hast du kein Hadouken? Hä? Warum hast du kein Hadouken? Keine Ahnung, weil ich es vergessen habe. Du sammelst dir die Scheiße ein, die Bosse mit einem Schlag besiegen kann, und du setzt es nicht ein. So, jetzt kommt Sigma. Die haben bestimmt den Ort Sigma-Ringe nach dem benannt. Oh Gott! Ist das ekelhaft? Welcome. I see you managed to get here by yourself. Very impressive. Impressive.
I could destroy you, but I would not rob my pet of that pleasure. He knows how to deal with betrayers. Should you live, I will be waiting for you. Don't disappoint me, X. Ja, ich soll ihn nicht enttäuschen. Hadouken tot. Ich hab Hadouken gemacht und hab das hier umgebracht. Was soll das jetzt heißen? Er war dein Meister oder was? Nein. Ich soll ihn nicht enttäuschen. Einfach nur, weil ich so weit gekommen bin. Excellent job, X. I see why Zero counted on you. You are almost as good at Hunter as I was. But the time of your destruction has arrived. You shall regret ever having defied me. Jo, ich soll fast so gut gewesen sein wie er damals. Also war er früher Hadouken tot. Was? Hadouken. Dämliches Stück Scheiße. Das hättest du doch lieber aufsparen sollen. Ja, jetzt übertreiben wir wieder, gell? Das ist genauso wie bei Obito. Zuerst war er gut, dann wurde er irgendwie... Ey, wieso spoilerst du schon wieder was? Das sind keine Spoiler, das habe ich schon längst erzählt. Sag, wo, du hast dein Pokémon erklärt, oder wie? Das habe ich dir schon einmal erzählt. Mir, aber nicht den Zuschauern. Wenn die... Du bist schon voll der Spoiler-Typ, oder? Ach so, weil die nichts über... Also... Ja? Mittlerweile dürfte jeder Naruto-Fan wissen, dass... Ja, manche haben halt eben nicht den Manga gelesen. Du musst jetzt nicht trotzdem weiter spoilern. Ich finde das trotzdem irgendwie doof. Dazu muss man nicht den Manga gelesen haben. Ich bin auch Naruto-Fan und ich sag mal, ich habe das noch nicht gelesen, weil ich auch nicht die Zeit gefunden habe. Nur weil du den ganzen Tag draußen rumgimmeln kannst und ich arbeiten gehe? Nee, daran liegt's nicht, diese... Alter, nee, oder? Was? Ja, ich muss jetzt nochmal jeden Kampf machen. Ich mache das einfach so, dass ich die ganz normalen Dinge, jetzt mache ich das mal ganz normal, also mit Angriffen ohne Hadouken. Und dann mache ich mit Save State. Weil ich schaffe den jetzt sonst nicht. Weil es Tastatur ist. Und den letzten machst du dann mit Hadouken oder wie? Hat mir nicht zugehört, was ich gerade gesagt habe. Dann habe ich Save State. Kommt das auch ins Video rein, was wir jetzt geredet haben hier? Hm. Ja, muss es ja wohl, oder nicht? Ja. Warum war die Hauskatze da vorhin so schnell zu besiegen? Hadouken! Ach, du hast es zweimal eingesetzt, okay. So, das habe ich schon vorgelesen. Jetzt kommt mein Laserschwert. Star Wars! Alter, ey, das ist so perfekt schwer. Duel of Fate. Tralala. Ich kann mal sagen, der ist fast so schwer, der schwerer als Sephiroth aus Kingdom Hearts 2. So, weil ich den Anja schon besiegt habe, dann mach ich das einfach Hadouken. Was? Was? Ich habe 10 Sekunden fast gegen Sephiroth bestanden. Nee, ich habe länger bestanden. Ich habe nur 2 Schläge verpasst. Aber hey, Scheiße. 2 Schläge sind 2 Schläge. Ich glaube, ich schaff das nicht. Ich mache jetzt keinen halben Stunden Part. Sorry, Leute.
wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Ich mach das dann später, morgen oder so. Und jo, bis dann, Leute. Tschüss.